Und herzlich willkommen zu Doom 2 Vanilla Level 8 Tricks and Traps. Ich habe keinen Bock mehr. Aber wir werden es vielleicht wahrscheinlich überstehen. Mal schauen. Mal gucken, wie lange ich für die Map brauche. Weil, wie gesagt, Vanilla habe ich die Map schon lange nicht mehr durchgespielt. Einfach weil die mir zu hässlich ist. Ja. So, gucken wir mal gleich mal, was da bei der ersten Tür ist. Aha, gleich das mit den Pinkies, war ja klar. Da war das mit den ganzen Kapu-Demons. Wir gehen aber erstmal hier rein. Sehr schön. Ach ja, man muss halt später, hier muss man, da muss man erstmal in den anderen Raum rein. Gut, dann würde ich mal sagen, Kakudimus, ich komme. Direkt getroffen. Ja, was mache ich hier gerade? Habe ich das Ausweichen verlernt? Wo geht das? Wow. Wow, wo kommt die denn jetzt her? Warum so nah auf einmal? So nah und doch so fern. So, jetzt mal alle nach hinten locken, damit ich die alle auf dem Fleck habe. So, und jetzt wieder rein. Na komm, erstmal wieder alle auf dem Fleck locken hier. Schwarmvertreibung quasi. Und noch einer. Sehr schön. Gut. Hätten wir das auch? Haben wir jetzt hier nochmal schön Plasma-Waffe? So, das war nämlich jetzt der Schalter, den ich für den ersten Raum klicken musste, damit die Tür da hinten aufgeht. So, da kommen nämlich jetzt auch wieder haufenweise Pinkies. Doch, kommt der erledige gleich mal. Das Spiel echt voll Laune. Ich weiß gar nicht warum. So, die brauchen wir aber noch nicht. Außerdem müssen wir hier gegenschießen. Genau. Aber wie gesagt, brauchen wir noch nicht, weil Platz machen wir derzeit voll. Hier gehen wir mal vorsichtig lang vorbei. Lang vorbei, klar, alter Grammatik. So, hier haben wir massig Munition, aber dadurch, dass wir sowohl bei Plasma als auch bei der Minigun voll sind, lasse ich auch die erstmal liegen und werde mich dann aber logischerweise auf die jetzt konzentrieren, was nicht schwer ist, weil wir werden jetzt... Achso, wir haben noch gar keine Mini-Plasma. Na gut, egal. Erstmal das hier. Ja, das Ding müssen wir öffnen, weil das brauchen wir später. Und dann müssen wir sagen, gehen wir mal rein. Thank you.
schön. Damit haben wir die wohl hässlichsten Gegner in der Map schon mal erledigt. Ich hasse diese Viecher, also diese Pen-Elemente. So, hier können wir jetzt direkt wieder. Oh. Ach nö, genau, so kein Bock mehr. Der Raum hier ist so ultra hässlich. Hallo, wie viele denn noch bitte? Geht doch. Oh, da ist noch einer. Oh, alle weg, sehr schön. Ach, siehst du, wir haben ja auch Schrott. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt fast alle Räume erstmal durch. Das hier war das mit den Cyber Demons, ne? Ah ne, das war der Raum, wo wir gerade drin waren. Easy! Sag ich doch. So, wie kommt man da rein? Da muss man hier unten, glaube ich, rein. Wie hat man das denn aufbekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ach, einfach reingehen. Ja, haben wir schon. Hier war ein Secret, genau. Und hier war wieder der Ausgang. Bin ich jetzt richtig? Na, fast. Nee, ich wollte eigentlich da oben hin. Wie kam ich denn da hin? Weiß ich gerade gar nicht. Wie kann man da oben hin? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, ist alles mittlerweile ein bisschen lange her, dass ich das ganze Mal gespielt habe. Aber so versteht kann es doch gar nicht sein. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Müsste man da hier rein? Jetzt bin ich auch wieder hier. Ah nee, doch, das war. Ja, okay, okay, doch, das hier war. Genau. Jetzt bin ich oben auf der Plattform drauf. Easy. Genau, wenn man hier reingegangen ist. Nee, auch nicht. Irgendwie kam man nämlich in diesen Teleporter dahin. Und das Problem war, wenn man hier ist und dann irgendwie. Genau. Ja, aber wie kommt man denn normalerweise hin? Ich weiß gerade gar nicht. Oder kann das bei Vanillatum gar nicht passieren? Weil normalerweise ist das halt das Problem, wenn du jetzt hier unten bist und hier hoch springst, also irgendwie hier hoch kommst, weil bei Vanillatum kannst du ja nicht springen, aber irgendwie kann man doch hier hin, aber wenn er hier reingeht, ist ja das Ding hier normalerweise noch zu. Und von innen aufschießen geht aber nicht, sondern man kann das Ding nur von außen aufschießen. Und deswegen war man in dem Moment dann halt gefangen. Und ja, deswegen das Ding am besten mal Feuer aufschießen. Ich weiß gar nicht, ob man da bei Vanillatum überhaupt in diesen Glitch reinkommt. Weil eben, dann müsstest du ja hochspringen. Ist ja auch egal. So, was kommt als nächstes? Ah, jetzt kommt das für die Cyber Demon. Was ist hier noch hinter? Achso, dieser einzelne Gang. Ja, komm raus. Ach nee, komm. So, da hinten ist noch ein, Baron of Hell oder weiß ja gar nicht was. Klappt nicht! Bei Brutentum klappt das. Arschloch. Warum ist die Wand da dunkler? Sehr schön. So, was ist hier alles? Hier haben wir einmal, können wir gebrauchen. Können wir gebrauchen, können wir gebrauchen, die Waffen können wir nicht gebrauchen. Okay, ja, dann geht jetzt wohl oder übel in den Bereich der Cyber Demon. Darauf habe ich gar keinen Bock, aber es bringt ja nicht. Ah doch, wir wissen ja, genau.
Hallo? Schieß doch mal! Ah, geht doch. So, lass uns mal ein bisschen Infighting da machen. Ich meine, das ist natürlich vom Mitgliedern auch gedacht gewesen wahrscheinlich. Aber beim ersten Mal habe ich versucht, erstmal hier rumzuschießen. Und dann haben sie natürlich alle mich angegriffen. Das heißt, ich musste erstmal gegen die ganzen Roten kämpfen und musste dann noch gegen den Cyberdemon kämpfen. Dabei ist das aber, wie gesagt, wahrscheinlich einfach so gedacht, dass der Cyberdemon halt mich angreift, weil er mich sieht. Die Roten nochmal von mir weggedreht sind, weswegen der mich nicht sieht, die mich nicht sehen. Und damit der Cyberdemon die angreift und die dann ihn angreifen und damit halt Infighting entsteht. Ja. Eine strategische Meisterleistung, auf die du aber erstmal kommen musst. So, mal gucken, wer gewinnt. Wir nehmen schon mal unsere Plasma-Waffe. Oh. Easy. Wobei das gerade dumm war, den denke ich mir normalerweise mal wieder auf. Ist auch egal. So. Was jetzt? Hier müssten wir, da war da eine und da eine Unsterblichkeits-Dings der Bumster. Das heißt, da müssen wir möglicherweise versuchen hinzukommen. Wie geht das am dümmsten? Am dümmsten gar nicht. Augen zu und durch. Ja, so schon mal nicht. Hallo. Jawohl. Klauen wir uns jetzt mal die ganzen Sachen, die hier alle rumliegen. Und gehen dann schon in den roten Raum. Denn das ist das Ende. Jetzt weiß ich gar nicht, gab es hier noch eine blaue Rüstung? Oh, nee, ne? Blaue Rüstung gab es nicht mehr. Eigentlich schade. Das war Twigs and Traps und jetzt kommt nämlich die härteste Map. Nicht mehr die beschissenste Map, von der Beschissenheit her geht's eigentlich, aber die Map ist halt sehr schwer, weil du hast halt sehr viele Punkte, wo du kämpfen musst, obwohl du dich nicht selber verstecken kannst. Ja, jetzt quasi direkt unten am Anfang, da wirst du gleich von allen vielen Seiten beschossen und das ist halt ein bisschen scheiße. Aber darüber können wir uns ja nächste Woche Sorgen machen. Für die Woche haben wir das mal geschafft. Und über den hässlichsten Map, Dead Simply und Twigs and Traps haben wir es auch geschafft. Jetzt kommt die... Ich weiß gar nicht, was kommt nach The Pit? Nach The Pit... wir werden sehen, wie gesagt, alles nächste Woche. Ja, von daher würde ich mal sagen, schau bis V, bis morgen. Zu Vanilla, nein, zu Creative Server, mein Test. Ja, beziehungsweise die, die das nicht gucken, bis Doom, aber nächste Woche erst wieder. Schau mit V.